Hallo und willkommen im Irrenhaus! Okay. So, wo waren wir gerade, Clara? Was solltest du erzählen? Ich habe bei meinem Reiterhof so einen Zettel gesehen, wo drauf steht Pferdeverkauf. Und dann ein Fjordpferd für 3.400 oder 500 Euro. Und ein Dartmoor-Pferd oder Pony, ich glaube, es ist ein Pony. Dartmoor-Pony. Mhm. Richtig? Auch für 4.000 Euro. Okay. Ein erwachsenes Dartmoor-Pony kostet normalerweise zwischen 2.000 und 10.000 Euro. Ja, es kommt darauf an, ob das, wie das geritten ist, wie alt es ist, ja. wie es aussieht. Hat es nur ja, drei Beine, hat es vier Beine. Aber wäre es 1.000 Euro, dann wäre es ja wirklich ein Schnäppchen. Ein Zapfen. Nein. Jetzt wollte ich sagen, Anastasia. Anastasia zieht sich Handschuhe an, so wie Elsa. Ich habe jetzt Hast du zugesehen, wie sie irgendwas zerschnibbelt? Ja, ich habe zugesehen, wie sie da alles zerschnibbelt hat. Warum? So ist das halt. Das ist ja nicht schlimm. Warum hast du Socken an? Sie hat Socken an den... Weil sie Socken an die Füße tun, nicht an die Hände. Warum sind hier meine... Ich zieh die Socken wieder aus. Sie ist doch Elsa. Ja, bist du Elsa? Ja. Elsa macht das so. Okay, Elsa, lass uns einmal jetzt was essen. Ach so, das ist auch so ein Darkmoor-Pony. Das ist eine bestimmte Rasse, so wie Berner Sennenhund. Die Glitzersocken wieder anziehen. Oder? Oh, wer ist der Bravste? Wer ist der Beste? Ja, wer ist der Beste? Oh, ich muss ja was erzählen, apropos der Beste. Also meine Hundeschullehrerin, sie hat mich heute gefragt, ob ich denn mit Mochi jetzt Anfang des Jahres die Leinenbefreiung machen werde. Und sie schickt dann nur Leute dahin, bei denen sie auch quasi davon überzeugt ist, dass man es schafft. Und dann habe ich Justus gefragt und meinte, ja klar, oder? Ist doch der Beste. Ja, bin ich gespannt. Also, wie ist eine andere Prüfung? Soll es ja auch ins Flugzeug gehen können? Begleithundeprüfung, ja, hatte ich sie gefragt, aber sie meinte, nee, also da kriegt man quasi genau denselben Wisch, wie wenn man die Leinenbefreiung macht. Ja, und das Tolle ist halt wohl, man spart irgendwie Steuern, wenn man das vorzeigen kann mit der Leinenbefreiung, ja. Und man spart irgendwie bei der Versicherung, hat es sie gesagt. Also man kann wohl da damit dann auch Geld sparen, wenn man... Super sparen. Ja, wenn man vorweisen kann, dass der Hund super gut erzogen ist und gehorsam ist. Elisa, holst du einmal bitte Gemüse? Ja. Wo ist mein Sohn? Der Sohn? Ja, wo ist mein Sohn? Johann! Was guckt der? Clara, hör mal auf, jetzt immer Pferde zu gucken. Wir werden keins davon kaufen. Ich guck nach Johann. Guck, mir ist doch nicht schlimm. Lass mal Anastasia gucken, sie möchte auch gucken. Johann nicht! Ich möchte doch nicht Pferde gucken. Da sollst du auch nicht Pferde gucken. Ja, da Pferde. Wie sah dein Pferd aus, Anastasia? Erzähl mal. Ich war geritten. Was für ein Pferd? Die weiße. Ein weißes Pferd, ja. Und ich bin da geritten, ganz schnell bin ich. Dann mach ich meine weiße Pferd. Ja? Ja. Und dann mach ich. Ja, das hast du jetzt auch schon geritten mit dem Kindergarten. Das ist richtig toll. Und Clara wünscht sich ja auch, dass Anastasia ein Pferdemädchen wird. Ja. Mein weißen Pferd geritten. Mit einem weißen Pferd geritten? Ja. Das ist ja ganz wichtig. Und sie war schneller. Und sie macht... Ah, hat sie gemacht, ja? Das macht die Mami auch mal. Ich habe meinen Sohn. Deshalb kann sie das Geräusch so gut nachmachen. Thank you. Soll ich das machen? Ja. Hatte ich einen tollen Tag? Nein, nicht. Ja. Du machst das? Ja, einen tollen Tag bei meiner Freundin. Ja. Was habt ihr gespielt? Hast du noch nicht erzählt? Achso, Hausaufgaben müssen wir auch noch. Habe ich schon gemacht. Ja, aber Mami muss ja noch mal gucken. Das erzählt? Schon ausgetrunken? Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, erzähl mal, was habt ihr gespielt? Wir haben Schach gespielt. Oh. Duplo. Und Keyboard habt ihr auch noch gespielt, ne? Ja. Hast du doch gesagt. Ja, ja, gerade als ich kam, habe ich Schach gespielt. Das ist eine tolle Freundin, die du da hast. Wirklich ein nettes Mädchen, ne? Habe ich auch Papi?
Sehr gut. Und ein bisschen was für die anderen. Ein bisschen was für Elisa? Oh. Guck mal, Elisa möchte auch. Guck mal, kannst du ja auch einschenken. Oh ja, danke. Yeah. Das ist ein Riesenschluck. Aber dann war das, da hatten wir auch teurer. Also der Stern ist. Ja, mit Pferden kenne ich mich leider gar nicht aus. Nein, nicht Butter. Nicht Butter? Keine Butter. Okay. Der leckerste Käse, Kaltbach, cremig wird sich immer noch nach. Wie viele Jahren essen wir das schon? Eins. Einem Jahr ist es immer noch der beste Käse. Kann ich? Siehst du? Alle wollen ihn. Und Papa muss immer schneiden. Papi. Darf ich Tomaten? Dann erzählt er die ganze Zeit davon am Anfang, wie er seine Wade verloren hat, dass er sich so jucken wollte und da plötzlich nichts mehr war, was er jucken konnte. Chick war. Was ist Chick? Aber wer erzählt denn das Buch im Buch? Der Junge. Aber das Buch heißt nicht wie er, sondern wie der. Ja, ich weiß auch nicht. Gibt's auch einen Film darüber? Ja? Hab ich ihn schon. Ja, hat er doch schon geguckt. Bevor wir das Buch lesen sollten. Darf ich Wasser, Mami? Dann gucke ich mir das auch mal an. Das ist alle, alle. Clara, kannst du noch mal Wasser machen, bitte? Guck mal, wie süß dieses kleine Kind ist. Sieht man sie? So, komm. Oh. So, ich habe hier ein Schlachtfeld verursacht. Will noch jemand Wurst, Käse? Komm mal nicht ran! Ich möchte, ja. Nee, doch nicht. Oh, mit der Wurst. Brötchen. Oh. mit Blauabdruck, was ist denn Danke, blau? Clara. Bitte. Mal klar. Was sagst du, Elisa? Dankeschön, Clara. Bitte schön. Hast du die Füße angemalt? Nicht so viel. Ach, eben warst du zu wenig. Ist mal, du kannst jetzt das hier weiter essen, Anastasia. Ja? Wir wollen auch noch. Ja. Das brauchst du nicht mehr. In dieser Hälfte. Danke. Ich muss mal wieder Nägel schneiden. Du? Ja, ne? Machen wir. Bei mir auch. In jedem Video Nägel schneiden. Ich kann mir ja von meiner guten Bio-Note deswegen so ein Feierbuch holen. Ja, okay. Weil ich habe ja eine 2 mündlich und eine 1 mündlich so in meinem Heft. Darf ich auch eine? Ja. Dankeschön. Jetzt meine. Gut. Ich muss nur noch es schaffen, meine 3 Wünsche einzuteilen. Noch halt einer, Anastasia? Ein Diorama. Hast du richtig dabei, Papi? Ja, ich war dabei, zufälligerweise. Ja. Oh, das Spiel sieht aber toll aus. Oh, da kann ich das auch mal versuchen? Nein. Das muss ich mir auf jeden Fall suchen. Ich finde das total toll. Also, das ist ja quasi wie so ein Diorama, was du dann aufbaust. Und dann kannst du halt spielen, je nachdem. Ich bin frei. Ich bin frei. Für Geburtstag und Weihnachten, oder was? Ja. Und Nikolaus. Nee, Nikolaus gibt's gar nichts. Du hast auch einen Flachschokolade. Nur Ruten gibt's da für euch. Da gibt es Nüsse und Mandarinen. Oh nein. Und zufälligerweise haben wir dann hier weniger Mandarinen. Joa? Ja, gerne. Den großen Jungen vergisst man immer, wenn man so viele kleine füttern muss. Ja. Weißt du, Mami, Clara hat auch so ein Video gesehen, wo ein anderer auch ist und wenn ein anderer Roboter mit den anderen Robotern, die können auch zusammen Die können dann auch reden. Zusammen Ching Chang Chong spielen oder so. Ja, und wenn der eine gewonnen hat, dann kneift er den anderen. Was? Ching Chang Chong, Papier, Tisch. Also die haben Arme, aber keine Beine und Füße, ja? Ja. Okay. Manchmal bieten sie sich auch Trinken an. Halb Cola? Okay. Aber sie tun nur so, als würden sie es trinken. Aha. Aber dann braucht man ja 2. Ja. Nein. Ich hätte einen und du hättest einen, Clara. Okay, wir gucken mal, was die Wünsche sind. Ach so. Hast du denn schon einen Wunsch, Elisa? Noch eine Mandarine. Eieiei. So. Voll ist alle hier. Wir brauchen wieder Mandarinen-Nachschub. Ist das ein Mädchen und sie kann sich ganz klein in eine Puppe verwandeln. Und so. Dann ist sie eine Puppe und dann kann sie zu allen gehen und dann. Also ist sie wie Transformer nur als Katze. Kuchi. Ja. Und Kuchi ist mein Lieblings. Weil der hat keine Mandarinen. Kuchi ist ein kleiner Muffin. Aber eine Katze. Ja. Ein Muffin. Hier, Anastasia, hier ist noch ein Muffin. Ja, Kuchi ist ein Muffin, aber eine Muffin-Katze. Eine Katze, die in einen Muffin verwandelt. Nee, ein Muffin, eine Muffin-Katze. Papi. Also es ist ein Muffin,
Pferd. Ja. Hier ein Bein, so Arme, und hier. Ja, ah, und dann noch Katzengesicht. Oh, Entschuldigung. Kuchen. Soll ich dir zeigen, wie es aussieht? Ja, kann man sich mal angucken. Warte. Ich möchte bei Google gucken. Cooler okay. Effekt. Oh, das ist cool. Ach, das ist mit diesem Mädchen. Ja. Verwandeln sich in Menschen. Ja, in Puppen. In Puppenmenschen. Und? Nein. Nee. Also die kleinen Puppen, die da schon drin sind. Ach so, die verwandeln, also das ist sozusagen die... Die sind alle schon drin, nur die hier verwandelt sich. Ich mache jetzt einmal Anastasia fertig. Sie ist ja nicht im Frauenbad, sondern ja, im Männerbad einquartiert quasi. Weil ihr Wickeltisch einfach noch hier steht. Mal gucken, wie lange wir den noch stehen lassen. Weil eigentlich ja, muss sie zwar nicht mehr gewickelt werden, aber ich finde es trotzdem noch schön, sie in dieser Höhe einfach fertig zu machen. Gebadet hat sie gestern. Sie liebt es ja zu baden. Wahrscheinlich würde sie am liebsten heute auch wieder baden oder duschen, aber eigentlich bräuchte sie das nicht. Schlafanzug, der ist übrigens richtig toll. Letztens erst gekauft, vor einer Woche oder so, weil sie eigentlich schon mit komplett normalem Schlafanzug geschlafen hat und dann mit einer Decke drüber. Aber bei kleinen Kindern ist es halt immer noch so, dass sie sich nachts dann die Decke so wegstrampeln und dann war es immer sehr kalt und sie ist ja sowieso eine kleine Frostbeule. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, als sie geboren wurde, frisch, da war sie auch ganz einfach kalt, also sie ist einfach eine Frostbeule. Und deswegen habe ich hier so einen riesen Schlafanzug gekauft, den kann ich dir gerne unten verlinken, habe ich schon ein paar gefragt. Der ist komplett aus Baumwolle. Ich hatte ja vorher so richtig tolle für sie aus Wollwalk. Ich finde die super, weil die einfach noch dünner sind als das, aber trotzdem genauso warm halten. Ohne, dass die Kinder drin schwitzen oder so. Aber die sind natürlich erstens teurer und zweitens, wenn man sie einmal falsch wäscht, ja, dann war es das quasi. Dann kannst du sie den Püppchen anziehen. Anstatt deinem Kind. Zähne putzen. Macht sie übrigens auch. Mit einer elektrischen. Dann habe ich Zahnpasta für sie. Einmal für abends, einmal für morgens. Mache immer nur ganz wenig drauf. So. Das reicht. Eincremen. Dann nimmt sie tatsächlich so eine ganz normale Gesichtscreme von uns. Also von Sus und mir. Mit Ceramiden. Du weißt ja, ich bin ein großer Fan von Ceramiden und die funktioniert bei dir auch super. Also sie ist auch so ein Kind, die nicht alles verträgt auf der Haut. Davon habe ich ja zwei zu Hause. Da muss ich mal sehr aufpassen, dass ich den so auf das Gesicht, auf den Körper überall drauf schmiere. Ich finde es schon komisch, wenn ich letztens wieder in der Drogerie einkaufen war und dann gar nicht mehr in diese Babyabteilung gehe mit Windeln und allem. Vermisse ich irgendwie... Ich bin doch so gerne Mama, auch von so kleinen Kindern, weißt du, das liebe ich einfach. Auch so mit den Großen natürlich, das liebe ich auch, mit denen zusammen am Essenstisch zu sitzen und dann zu quatschen, Hausaufgaben mit denen zu machen, zu lesen, sie zu den Hobbys zu bringen, das gehört alles mit dazu. Klamotten muss ich nicht rauslegen, denn das sucht sie sich komplett selbst aus. Das ist ihre Schublade, ich habe das letztens erst ausgemistet. Sie holt sich das immer so raus, deswegen sieht es gerade wieder dementsprechend aus. Aber ja, da sind jetzt die Sachen drin, die sie anziehen kann. Und dann jeden Morgen kommt sie erstmal ins Bad, macht diese Schublade auf, überlegt sich, welches Oberteil am liebsten immer ein Kleid. Sie ist so ein Kleidmädchen. Und dann, welche Hose sie denn dazu am besten anziehen möchte. Das ist zuckersüß, wirklich. Und wir machen immer Musik an. Ich habe für sie extra eine Playlist gemacht. Das gehört für uns zur Abendroutine dazu, dass das abspielt, während wir uns hier im Badezimmer fertig machen. Anastasias Playlist abspielen. Deine Playlist, Anastasias. Schlafe ein, schlaf ein. Anastasia, schlaf jetzt ein. Wenn der Schnee draußen fällt, dann ist morgen alles weiß. Wenn der Schnee draußen fällt, dann ist morgen alles weiß. Schlafe ein, Anastasia, schlaf ein, mein süßes Kindelein. Du bist dran, Anastasia. Laut. Ich schlaf gleich ein. Ich schlaf gleich ein. Doch zum Vergessen.
es lesen. Suchst du dir was aus? Aha. Wollen wir nicht das Puzzlebuch machen? Nein. Okay. Dann freut man. Lesen. Okay. Das. Zeig mal. Das ist kein Buch zum Lesen. Das ist ein Wimmelbuch. Ein Wimmelbuch? Ja, da können wir suchen. Willst du das gucken oder ein anderes Buch? Ein anderes Buch. Ein anderes Buch, okay. Ich will doch das gucken. Doch das? Ja. Na, dann komm. Das sehen wir. Ja. Ja. Ach, hier, guck mal. Wer ist das? Eine Katze. Ja. Miau, miau. Und da ist auf einer Schaukel eine Katze. Ja. Oh, das ist aber gruselig. Was ist gruselig? Das ist gruselig. Was ist gruselig? Das ist gruselig. Nein, das ist nicht gruselig, Herr Mr. Das ist nur ein Busch. Nein, das ist eigentlich doch ein Pinguin. Ja, was soll das sein? Eigentlich ist das nur ein Busch, glaube ich. Ja. Guck mal, Eva. Ja, meinst du? Eine Schubkarre voller Stroh. Ja, ein voller Stroh. Oh, jetzt ist auf dem Feld. Ein Pferd. Die machen ein Pferderennen. Ja, das ist Kohl. Kohl, genau. Und was ist das? Das ist der Kohl, guck, da unten. Ja, da unten. Was ist das? Das ist ein Feld mit Kartoffeln. Guck, da ernten sie Kartoffeln. Da ernten sie Kartoffeln. Genau, da ernten sie Kartoffeln. Die beiden Hühner, was machen die da, Anastasia? Ich weiß nicht. Guck mal, die wollen den Wurm. Beide wollen sie den Wurm. Ja, aber sie sind aber böse. Nein, sie sind nicht böse, aber sie wollen beide den Wurm. Ja, aber sie machen Kiki. Und die haben Bauchschmerzen. Meinst du? Ja, das ist meine Lieblingsfarbe weiß. Deine Lieblingsfarbe ist weiß? Ja, ich liebe den anderen. Doch, lieber ein anderes Buch? Ja. Okay, dann bring das zurück und hol ein anderes. Das ist so ärgerlich. Ärgerlich? Warum ist das ärgerlich? Das ist nicht ärgerlich. Ist nicht ärgerlich, ne? Nee, Paulchen. Paulchen, okay. Dann lesen wir Paulchen. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. Willst du noch was trinken? Ja. Okay. Ich hol dein Trinken, ja? Papi, gute Nacht, Kuss. Gute Nacht, Kuss geben, Anastasia. Aber ich kann kurz schlafen. Du musst jetzt schlafen? Ja. Ja. Nochmal Rücken kratzen? Mhm. Okay. Das ist Spaß. Dann mach was. Ja. Und jetzt Rücken kratzen, natürlich. Du kannst auf dem Rücken. Ja, auf die Rücken. Fühlst du besser? Mhm. Schlaf schön. Ui. Gute Nacht, komm mal schönes. Gute Nacht, Papi. Gute Nacht, schlaf schön. Schlaf schön. Morgen ist wieder Babytreff. Ja. Gute Nacht, Mami. Gute Nacht. Gute Nacht. So, jetzt sind alle im Bett, Mädels zumindest. Johann darf ja noch länger, wenn er möchte. Ich verabschiede mich für heute. Ich werde jetzt mit Justus noch schön Serienabend machen. Das machen wir nämlich immer auch abends. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.